Hi Leute, ich bin's wieder, euer Dominik und ich bin mal wieder hier bei der Lydia in der Küche. In Lydia, leichte Küche? Genau, in Lydias leichter Küche. Und wir kochen heute mal wieder ein Gericht für euch. Und was gibt's denn heute? Also es kann entweder als Hauptgericht oder als leichtes Abendessen gesehen werden. Heute gibt es Thunfisch-Tatar auf Salat und Kartoffelrösti. Das klingt ja schon mal sehr interessant. Und gerade Kartoffelrösti ist jetzt was, das man vielleicht, wo man sich die Arbeit nicht jeden Tag machen möchte, oder? Ist schon. Ja, je nachdem, wie man die Kartoffelrösti zubereitet. Also unsere Rösti sind eigentlich total simpel. Also die Kartoffeln werden grob gerieben, mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und das ist alles. Und auf der Pfanne ausgebacken. Also großartig ist es keine Arbeit. Okay. Ja, also du musst dann nicht warten, bis die Kartoffeln gekocht haben und die dann nochmal vielleicht zerdrücken und. Das ist die schnelle Variante eigentlich. Also perfekt eigentlich, wenn es mal schnell gehen muss und kann man sich auch optimal einpacken und am nächsten Tag nochmal essen, die Rösti. Beim Thunfisch ist es etwas anderes. Genau, es handelt sich hier um rohen Fisch. Also es muss rohen dann, Fisch? Genau, also es muss dann gleich gegessen werden. Mhm. Also Tatar können wir nur aus rohen Fisch dann zubereiten. Wir haben uns hier für Thunfisch entschieden. Mhm. Man sollte dabei darauf achten, dass es ein guter Fisch ist. Ja, also am besten Fischgeschäft wählen, wo du dir sicher bist, der Fisch ist frisch. Mhm. Ja, also ja. Sushi-Qualität ist die beste Variante. Ja. Natürlich ist es ein bisschen teurer als einfacher Fisch, aber man isst sowas auch nicht jeden Tag. Genau. Das ist auch so ein Gericht, wo man sagen kann, ich habe heute Gäste oder Freunde kommen zu Besuch, dann mache ich was Besonderes. Genau, ja. Also ich muss auch sagen, ich habe noch nie so ein rohes Stück Thunfisch gegessen. Wenn ich mal rohen Fisch gegessen habe, dann war das im Sushi-Restaurant. Ja. Und selbst das macht man jetzt nicht allzu häufig. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was da jetzt gleich auf mich zukommt und wie das im Endeffekt schmecken wird. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Lass dich überraschen. Du kannst mir dabei helfen, die Kartoffeln zu reiben. Alles klar, kriege ich hin. Und ich schneide in der Zeit den Thunfisch. Mhm. Okay. Und jetzt hast du mich vorhin auf etwas hingewiesen. Und zwar auf eine Stoffwechselernährungsanalyse. Ja. Wieso macht man das denn und was ist der Effekt dadurch? Ja, also wenn man jemandem helfen will, egal ob das im Leistungssport der Fall ist oder auch bei Abnehmen, muss man erstmal wissen, was derjenige so tut. Genau. Technisch. Ja, also wir brauchen erstmal die Daten, wie groß bist du, wie alt bist du, wie schwer bist du, welche berufliche Tätigkeit du ausübst, wie oft machst du Sport und welche Art von Sport übst du denn aus. Das Ganze wird dann für dich berechnet und dann können wir ermitteln erstmal deinen Bedarf, den du brauchst, um gesund zu bleiben oder um Leistung zu steigern. Mhm. Ja? Das können wir ja auch zielabhängig immer machen. Also der eine will abnehmen, der andere will Muskel aufbauen, der andere Leistung steigern. Also das können wir mit der Analyse komplett bestimmen. Genau. Also Leute, mich haben jetzt schon einige Leute angeschrieben, die eben einen Ernährungsplan haben wollten. Aber wie die Lydia schon gesagt hat, das kann man eben nicht so pauschalisieren, sondern man muss erstmal eben berechnen, was brauche ich denn, was ist mein Kalorienbedarf, was fehlt mir eventuell in meiner Ernährung. Und wo kann ich mich noch verbessern? Und nur so, upsala. Eine Springkartoffel. Bei mir, Kartoffel. Gibt, es, bei mir gibt es immer Springtomaten oder Springpaprikas. Also und 3-Sekunden-Regel, das heißt, ich wasche jetzt schnell ab und dann. Ja, also bei der Analyse ist nicht nur das, dass wir den Bedarf bestimmen, sondern auch, wir vergleichen einfach den Bedarf und den Ist-Zustand. Mhm. Ja, also wir können gucken, wo machst du Fehler, wo bist du gut, beispielsweise. Genau. Auch die Getränkeaufnahme können wir bewerten, ob du dann genügend trinkst und so weiter. Und gerade bei Leistungssportlern ist es eben, ich war in meiner Vergangenheit auch häufig krank. Und das ist dann wahrscheinlich auch eben ein Anzeichen dafür, dass es eben nicht genau passt. Ja, also es kann ja sein, dass dir bestimmte Nährstoffe, Vitamine oder Mineralstoffe fehlen und dementsprechend ist dein Immunsystem auch geschwächt und du bist anfälliger an Krankheiten zu bekommen. Ja. Und ich muss sagen, mittlerweile ist es viel besser. Also ich war jetzt in den letzten 3-4 Monaten, im letzten halben Jahr war ich nicht mehr krank, habe auch meine Ernährung eben umgestellt.
vitaminreicher, mineralstoffreicher, mehr Gemüse, vielfältiger, aber ich zähle eben nach wie vor nicht jede Kalorie ab, sondern ich esse eben immer noch relativ nach Gefühl und es klappt zwar ganz gut, aber ich denke, ich könnte mich da auch noch eben verbessern und im Endeffekt somit eben auch als Leistungssportler meine Gesundheit und somit auch meine Leistungsfähigkeit nach oben schrauben. Das ist immer möglich, genau, aber man muss vorab wissen, was man schlecht macht, ja, oder beziehungsweise was man gut macht. Genau. Wenn man das natürlich nicht weiß, dann ist das immer so eine Sache, entweder klappt es oder klappt es nicht. Genau, und deshalb werde ich das Ganze auch mal ausprobieren und werde dann sehen, wo ich stehe. Und wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, das ist billiger als man denkt und bringt echt extrem viel, dann schreibt mir doch einfach mal eine persönliche Nachricht auf Facebook oder YouTube. Also nicht in die Kommentare, sondern wirklich eine persönliche Nachricht. Man bekommt da echt eine große Hilfe und dann eben nach eben die ganzen Berechnungen und nach der Zusammenarbeit eben auch einen persönlichen, auf eine Person zugeschnittenen Ernährungsplan, der einen letztendlich wirklich weiterbringt. Auf alle Fälle. Also einfach, wenn ihr daran interessiert seid, schreibt mir eine persönliche Nachricht mit dem Betreff Stoffwechselanalyse und dann werde ich euch da Infos darüber geben, euch weiterleiten und probiert es aus. Es bringt für jeden etwas, ohne Scheiß. So. Ja, so viel erstmal dazu. Haben wir, glaube ich, alles gesagt? Ja. Ich habe meine Kartoffeln jetzt auch fertig gerieben. Super. Dann kann ich sagen, wir können noch mal kurze Unterbrechung machen. In der Zeit kann ich das weiter schneiden. Ich habe nämlich ein Stück Fisch mehr. Genau, also. Aber wir sind ja zu zweit. Also Leute, das war Teil 1 unseres Videos. Die zweite Hälfte seht ihr wie immer auf Lydias Channel. Ihr dürft auch gerne natürlich den Kanal abonnieren, meinen und ihren, wenn euch die Videos gefallen. Und wir sehen uns jetzt gleich wieder. Bleibt dabei. Ciao, ciao. Bis gleich.